Hallo und herzlich willkommen, wie gesagt, zu einer neuen Folge von MediaCorp Hello Stories. Ich habe jetzt doch nochmal umgerechnet gehabt, weil das Wörtchen Hello ist halt, wie gesagt, für mich halt immer so eine Sache. Ich begrüße halt sozusagen eigentlich für mich immer das neue Update, weil ich werde immer unkritisch was gucken, erleben, was machen. Ja, ich weiß auch nicht wieso. Stories ist mir jetzt einfach bloß so eingefallen. Naja, gut, okay, wo waren wir? Stinkbeam. Ach ja, und falls ihr fragt, wieso ich jetzt einen Alex-Skin habe. Es gibt zurzeit übelst Probleme hier mit dem Netz, also heißt es, ich muss mal mit Alex leben. So. Aber zuerst mal gehen wir jetzt zur größten Katastrophe über. Wir haben hier etwas Schönes gefunden in der letzten Folge. Und versuchen jetzt mal bisschen noch irgendwie was zu sammeln. Oder. What the? Okay. Alter, das war eine Brigade. Naja, jedenfalls halt, wie gesagt, jetzt mal ein bisschen aufhaben. Ich brauche mich ja dringend. Haufenweise Sachen. Nicht, dass hier die ganze Zeit noch so. Ja, ohne irgendwas herumlaufe. Das wäre auch ein bisschen doof. Deshalb hole ich mir jetzt erstmal Sachen heran. Wenn ich Glück habe, könnte ich vielleicht sogar gleich bald eine Karte machen. Ist mir sogar eingefallen. Ich habe dafür die Gegend noch nicht erkundet. Ich brauche halt noch ein bisschen Zuckerrohr. Ja, ich glaube, das wäre halt eine gute Idee, Zuckerrohr jetzt erstmal zu suchen, dann um anzupflanzen. Essen, da werde ich halt irgendwie schon darum kümmern, dass ich es irgendwie bald vielleicht mal bekomme. Achso, ich weiß jetzt, woher die Geräusche herkommen, weil man weiß ja, in der letzten Folge bin ich ja ein bisschen runtergeplumpst. Ich habe mich gefragt, überhaupt, wo die ganze Zeit die Monster sind. Ich Dummkopf. Na gut. Deshalb baue ich mal seit langem mal etwas wieder. Wo ich das Rezept wieder vergessen habe. Na toll. Weiß nicht, mit einem Eisen? Ach man, wie baut man scheiß Schild? Das ist eine Tür. Doch, ich dachte schon, ich hätte es vergessen. Also, das wäre wirklich doof. Na gut, jetzt haben wir jedenfalls ein Schild, können abblocken, das ist sehr gut. Da werde ich hoffentlich ein bisschen mehr überleben. Am besten wäre es eigentlich dann noch ein bisschen Fackeln aufzustellen. So wie ich jedenfalls gelernt habe. So, dann machen wir jetzt noch etwas. Die Ausrüstung lasse ich jetzt erstmal noch. Ich werde jetzt, glaube ich, noch nicht so viel brauchen. Und sicher ist sicher, nicht, dass ich mein ganzes Inventar gleich verliere. Das muss jetzt erstmal alles abgesperrt werden. Gott. Also wenn ich hiermit jetzt erstmal fertig bin, dann Halleluja. Also hier oben kann alles so weitestgehend spawnen. Hier unten ist noch ganz schön viel, darauf freue ich mich sehr. Aber jetzt erstmal haben wir jetzt einen Hauptteil. Also nichts kann hier oben so weitestgehend spawnen. Gut, dass es Nacht ist, da kann ich ein bisschen besser ausleuchten. Ach ja, das Eisen habe ich ja auch glatt vergessen. Komm her, Eisen. Komm zu Papa. Jo. Und dann heißt es für mich, jetzt geht's zum stressigsten Teil über. Ganz nach oben. Eigentlich hätte ich mal den Timer lieber stellen sollen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich machen würde. Lass mal sehen. Die Aufnahme ist ja gestartet, da muss ich mir eigentlich nicht so viel Sorgen machen. Obwohl, außer für Creeper, die gleich um herunter purzeln können. So, als erstes mal heißt es für mich jetzt unbedingt, ja, unbedingt jetzt erstmal Zuckerrohr finden. Wenn ich das habe, dann kann es weitergehen. Ja, eigentlich so weit es geht, sonst gut. Wo findet man am besten Zuckerrohr? Ich darf jetzt nicht so viel sprinten, weil ich muss halt überlegen, wie ich hier am besten klarkomme mit allem.
Ist halt eine gute Idee, aber. Machen wir mal ein paar Kritz hier lieber. Gut, dann geht's schon weiter. Alter, hier geht's hin. Wenn das der Ausgang wäre, das wäre übelst gut. Ah, könnte sogar sein. Oder noch eine Höhle dazu. Nicht, dass dieses Ding wirklich so gigantisch ist, dass es hier alle so umfasst. Oh, ich sollte mal ein bisschen rennen. Das hier ist ein guter Ort eigentlich, um Zuckerrohr zu finden, aber. Au. Das ist keine gute Idee. Okay, ich werde doch Pech haben. Och Mann, ey. Aber so ein Fluss wäre halt. Wie viel Glück habe ich? Also gut, ich habe jetzt eine Höhle plus Wasser. An irgendwas erinnert mich das Ganze. Ich weiß ja auch nicht so genau. Fehlt irgendwie, glaube ich, so eine Art noch Blumenbiom, oder? Oh Mann, ey, wie viel Glück kann man denn haben? Plötzlich ist eine riesenfette Höhle. Ah. Ey, das ist ja wirklich. Also der. Wow. Da hat es sich wohl sehr gelohnt gehabt. Das Ganze. Wie ich damals hier die ganze Zeit verzweifelt bin durch die ganzen Dschungelbiome. Jetzt kommt alles an. Da hinten ist sogar Fichte. Ui. Also definitiv, ich habe hier, also wenn hier irgendjemand mal mitmachen will, ich habe hier sehr viel Platz. Wird aber nicht sein, weil ich alles definitiv jetzt erstmal alleine machen muss, sicherlich. Wie gesagt, ich werde nicht darauf spekulieren, dass irgendjemand noch kommt. Deshalb werde ich jetzt erstmal das machen, was ich jetzt erstmal machen wollte. Ja. Ich werde dann gucken. Kannst du mir Goldrüstung geben? Danke für deine danke für deine Hosen. Die brauche ich dringend. Schutz 3. Ja, kann man gut. Obwohl, rein theoretisch kann man das für Level rausschmeißen. Ja, komm her, mein Süßer. Ey! Suchst du Stress hier? Schafe will ich jetzt nicht unbedingt killen. Nicht meine Lieblinge. Alter. Also ich muss ehrlich sagen, scheiß drauf. Ich nehme diesen Ort wirklich gerne. Also das Höhlen-Update. Ja gut, es kann man so und so sehen. Diese Höhle ist einfach schon richtig heavy gewesen zu finden für mich. Aber du hast ja noch so eine Landschaft. Ist das jetzt wirklich ein 6 an Lotto für mich? Habe ich Geburtstag? Das war eine schon Monate her. Also ich muss sagen, ich freue mich darüber. Ja, ich töte keine Schafe. Aber die Kühe muss ich töten wegen Leder. Es tut mir leid. Oh, das ist jetzt wirklich unnötig dann gewesen. Das ist schön. Das ist wirklich sehr schön. Also ich muss sagen, ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ich kann mich mehr freuen als das andere. Weil man muss hier mal angucken, was hier alles gemacht wurde. Also wie sie das random gemacht haben, das ist halt wirklich echt unglaublich. Aber schöne Höhlensysteme kommen manchmal auch zustande. Das Einzige, was ich wirklich am schlimmsten halt immer so finde, sind halt. Ja, irgendwie die überfluten immer. Wenn du die da eine schöne Höhle ausgesucht hattest, da hatte ich schon mal etwas gehabt, ich hätte die Katze bekommen. Weil ich hätte fast alles wegmachen müssen an Wasser. Da habe ich mir gedacht, nö, das tue ich mir überhaupt nicht an. Aber ich muss ehrlich sagen, man kann hier leben. So, Zuckerrohr-Check. Jetzt fehlt bloß noch Redstone. Mit Redstone kann ich halt, wie gesagt, das Ding da machen, den Kompass. Und aus dem Kompass kann ich dann eine Lokationskarte machen. Und aus der Lokationskarte, wenn ich einen Tisch habe, kann ich dann eine Karte bauen. Mit vier
viermal Papier, kann ich auch dann es schaffen, noch was Schöneres zu bauen. Also eine größere Karte. Also, ich muss ehrlich sagen, meine Freunde haben wirklich bisher immer recht. Ich finde immer echt gute Welten. Ist egal, wie man sieht, aber es ist schon heftig. Ich finde es auch gut, dass sie halt, wie gesagt, für die Unterwasserwege auch so ein bisschen diesen Magma-Block eingefügt haben, weil mit denen kann man ja auch unter Wasser atmen. Wenn man drauf sneakt, kriegt man keinen Schaden auf den. Bedeutet, man hat eine sehr gute Stelle halt, um auch unter Wasser atmen zu können. Ich weiß noch, eine Trophäe war hier sogar mal. Das ist halt wirklich echt heftig gewesen. Überlebe ein Minecraft-Tag unter Wasser, ohne einen Trank zu benutzen. Ich weiß noch, in den damaligen Welten, da hatte ich halt, wie gesagt, immer einen sehr guten Spot gefunden. Und zwar, man müsste einfach bloß in Ozeanbiom reingehen und in eine Schlucht einfach suchen. Das hat schon gereicht gehabt. Oh, Kürbis, ich nehme mich gerne. Gibt einen schönen Kürbiskuchen. Also, falls ihr, wie gesagt, auch hier PS4 spielt und ihr die Trophäe unbedingt haben wollt, sucht euch am besten halt irgendwie so eine Wasserstelle und für vielleicht setzt ihr einfach ein bisschen Magma-Block rein. Aber aufpassen halt, wie gesagt, da kann auch sehr viel spawnen noch. Deshalb überlegt genau, wo ihr das Ganze machen wollt. Also ich würde halt, wie gesagt, von den damaligen Welten eine Unterwasserschlucht halt, wie gesagt, sehr empfehlen dafür. Ha. Eine kleine Bienchen. Super klar. Ihr habt euch hier ganz schnell vermehrt, also. In Ozean, da wäre auch mal reinzugehen. Wäre auch mal schön reinzugehen. Aber ich habe das, was ich will. Die Lava. Wenn ich eine habe, kann ich die mitnehmen. Das wäre echt gut. Weil dann müsste ich mir um eine Sache hier keine Gefahr mehr machen, dass ich halt, wie gesagt, sterbe. So. Und damit haben wir jetzt eigentlich schon mal ein von drei Teilen geschafft. Was mir einfällt, ich habe generell dann aber jetzt erstmal sehr viele Eisenprobleme noch. Das bedeutet, ich werde braten müssen. Braten, wenn ich das schon höre. Ich kann einen Webstuhl machen. So, mache ich mal hier das rein und dann, das müsste, glaube ich, hoffentlich reichen. Ich brauche aber dringend noch ein bisschen Eisen, also gefunden. Also wenn ich irgendwann eine Eisenspitzhacke mit Glück habe, ich werde sie auch so ausnutzen. Ich werde die so dermaßen was von ausnutzen. Die werde ich so leer lutschen. Dann heißt es nie wieder Eisenprobleme. Obwohl, sozusagen, ja, man hat noch Eisenprobleme, aber wenn ich dann halt so eine unendliche Farm machen würde, sieht es dann anders aus. So, ich werde jetzt erstmal den Eimer am besten machen. Aus dem einzigen Grunde. So oder so muss ich runter, aber ich will jetzt erstmal meinen Punkt sichern. Damit ich halt, wie gesagt, nicht so schlimm habe. Ich würde auch dann hier sogar noch, wenn ich halt, wie gesagt, auch mit oben anschließe, weil ich werde nicht nur unten hoffentlich bauen, sondern auch ein bisschen oben. Da werde ich dann mich auch darum kümmern, dass ich da was mache. Aber es wird dann halt, wie gesagt, in nächster Zeit dann ein bisschen eher so aussehen. Ich versuche für vielleicht, hoffentlich, wenn ich schaffe, bis Weihnachten das so vorbereiten wie in das Finale von Hello World. Also jedenfalls für mich ein Ende dieser Map. Damit ich halt, wie gesagt, zufrieden sein kann, damit ich irgendetwas in dieser Welt mal geschafft habe. Und ich ziehe nicht das Dorf. Das Dorf, das war halt, wie gesagt, das ist einfach ein bisschen geklatscht gefühlt. Ich habe sehr viele Stunden investiert. Das riesenfette Loch, ja, da habe ich auch viel zu viel Zeit investiert gehabt und nichts draus gemacht. Einzigen Punkt halt, wie gesagt, in diesem Fall, eine Person war die meiste Zeit nicht da und ich wollte ungerne dafür verantwortlich sein, wenn die ganzen Sachen verschwinden. Man weiß ja nie, nicht, dass halt irgendwann mal ein Creeper explodiert, man die Sachen nicht findet. Da sage ich einfach bloß halt so, ich habe sie lieber da gelassen, wo die sind, also war nicht mein Problem. Da konnte ich halt in diesem Moment auch nicht mehr so viel machen. Oh Junge, ich bin so am Arsch, wenn ich den da unten sehe. Und das meine ich ernst.
Und ich weiß ja halt, wie gesagt, Thema auch, wenn ich auch mit anderen aufnehmen soll. Halt erstens, was ich da am besten aufnehmen soll, zweitens, was ich machen soll. Ist halt, wie gesagt, immer ein bisschen fragwürdig. Ich suche halt, wie gesagt, Projekte halt auch raus, in denen ich auch sehr viel Spaß haben kann. Und da weiß ich jedenfalls, Minecraft kann man sehr viel Spaß haben. Und halt, wie gesagt, das mit Thema, dass ich halt jetzt nicht so aktiv war, halt. Wo ist mein fucking Loch? Ach da. Dass ich halt, wie gesagt, nicht so aktiv war. Ich habe wirklich die meiste Zeit bloß noch drauf gewartet, auf dieses verdammte Update. Aus dem einzigen Grunde, weil ich wollte es erleben. Ich fand es, also jeder fand es halt, wie gesagt, zu 100% doof, dass es in zwei Teile kam. Das ist halt, wie gesagt, so ausgerechnet der letzten Bissen müsste. Ach, Mann, schade. Ich dachte, ich komme ja besser raus. Dass ich halt, wie gesagt, unbedingt halt dieses Update haben wollte. Ich hoffe, ihr könnt mir auch ein bisschen verzeihen. Deshalb, wie gesagt, ich werde halt dann noch ein bisschen da machen. Hoffentlich bis vor Weihnachten wird es fertig sein. Thema. Ja, vor Weihnachten. Thema Dragon Quest Builders. Werde ich noch abwarten darauf. Weil ich will jetzt halt, wie gesagt, nicht so viel Druck mir halt, wie gesagt, machen. Also, falls irgendwann mal ich keine Lust habe, wie gesagt, jetzt erstmal kurz drauf mache, kann ich das ruhig machen. Oder, wie gesagt, in Terraria, das werde ich halt, wie gesagt, sehr lange als erstmal pausieren. Ich habe da wirklich angefangen, ich wollte da ein bisschen reinschnuppern. Also, eventuell würde ich dann halt, wie gesagt, die Videos für vielleicht auch wieder runternehmen. Oder ich lasse sie halt und mache dann halt, wie gesagt, so. Bei der Playlist, die ich mache, noch ein Zeichen. Also hier, ja, werde ich dann halt noch als Hinweis markieren, dass ich halt das Ganze halt für eventuell später nachmachen werde. Oh mein Gott, jetzt setze ich in dieses Loch fest. Und ich konnte nicht das ganze Eisen mitnehmen. Uah. Uah. Ah. Na gut. Haus bauen werde ich jetzt erstmal nicht. Ich werde dieses Lager lassen. Das reicht schon. Dann heißt es jetzt irgendwie. Ich glaube, etwas ist. Nee, etwas ist da hinten. Bloß in der Wand, nicht bei mir. Ich dachte schon. Eine Tür wäre gut. Das einzige Problem ist, wenn eine Tür da ist, die Zombies würden einrennen. Also, ich lasse es mal lieber mit den Türen. Bisher. Wirklich, das einzige Problem ist, wenn irgendwie ein Zombie ist, er geht zu 100% immer auf Türen. Habe ich auch mitbekommen. Ist durch die letzten Updates halt, wie gesagt, so ein bisschen mehr gewesen. Ach, Mann. Ey, ich krieg hier noch die Krise. Ich krieg hier sowas von die Krise. Ich krieg hier sowas von die Krise, wenn ich noch weiter dran denke. Ach, Mann, ey, wieso kann ich nicht einfach normal denken, wie andere Leute auch? Mann, ich will doch nicht die ganze Zeit bloß pervers hier denken. Da wurde ich schon von sehr vielen bestraft dafür. Dann wundern sie sich, wenn ich dann so gebrochen bin. Ja, das ist nur deren Schuld. Ich musste so viel unbedingt aufnehmen. Leute, wie tief ist die Welt geworden? Ich habe Angst. Ich könnte mir in die Hosen scheißen. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht sowas von gar nicht gut aus. Okay, ich sage mal, ich glaube, wir sollen unser Abenteuer verschieben. Ich weiß auch nicht so genau, wieso. Ich habe noch was anderes zu tun. Also, ich will da nicht hin, bitte nicht. Das sieht so schrecklich aus. Minus 1, seit wann gibt es Minusbereich? Wo ist das Bedrock bei 0? Wo ist es? Ich will es wieder haben. Das ist mir zu groß.
Ich weiß noch, das einzige Problem ist halt, ich weiß wirklich rein gar nichts überhaupt über das Update. Und jetzt auf einmal zu sehen, es geht unter dem Ding. Ich denke mir einfach nur so. Bitte tötet mich. Alter, das ist ja wirklich echt heftig. Ich komme damit nicht klar. Okay. Runde Nummer 2. Wir gehen den anderen Weg. Der sah ein bisschen besser aus. Ich hab's mir anders überlegt. Doch. Ach Mann. Wo soll ich denn hin? Da ist gleich eine ganze Mannschaft auf gegen mich hinterher. Ach Mann, ich will doch bloß im Frieden leben. Könnt ihr mich einfach nicht in Ruhe lassen? Müsst ihr mich ärgern? Mann. Bitte lasst mich. Ich habe ihn nicht getan. So. Guten Tag. Bitte bleiben Sie von meinem Grundstück fern. Ich sage es Ihnen nicht zum letzten Mal. Weg von meinem Grundstück. So, dann kann es jetzt weitergehen. Ich habe jetzt neue Equip. Ich. Weg. Weg. Da hinten! Schnapp dir es! Schnapp dir es! Ich werde dir helfen! Die einzige Möglichkeit hier irgendwie zu überleben. Ich habe mir schon vorher gedacht, ich bin auf Höhe 31. Wie tief kann das Ganze noch werden? Ich sehe schon das Endresultat. Seit wann haben sie so sogar noch das Ganze so gemacht? Das sieht ja fast aus wie im Nether. Ich will nicht im Nether sein. Wieso kriege ich hier schon wieder Nether-Vibes? Ist das das Problem hier bei diesem Update? Dass einfach übertrieben wurde? Na, guckt euch mal die Sache an. Hier geht es ja noch weiter runter. Geht mal hier weg. Jedenfalls weiß ich, wie ich überhaupt an Essen als erstes mal rankomme. Und auch an Zombie-Dorfbewohner. Ah, wenn ich einen goldenen Apfel habe, dann werde ich dich sowas von vernaschen. Okay, das war irgendwie pervers gedacht. Au. Okay, ich nehme es zurück, ich nehme es zurück. Ich werde einen Farmer machen und dann werde ich mir seine Sachen, die er da verkauft, vernaschen. Obwohl, ich weiß nicht, gegrillter Dorfbewohner, schmeckt der überhaupt? Sofort auf Kannibalismus gehen, obwohl man halt wie gesagt eine Essensquelle besorgen kann. Aber hier sind schon mal sehr viele Mobs. Also Level Farm scheint irgendwie einfacher zu sein. Also wenn ich halt wie gesagt irgendwie eine gute Farming. Farming-Spot daraus machen würde, ich sehe schon, was ich sagen wollte. Ich sehe schon, wie ich sterben will. Oh Leute, Zeit zum Frühstück. Yam, 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 yam. Yam, 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 yam. Andere suchen Dorf, ich esse verrottetes Fleisch. Das Problem ist, die droppen einfach viel zu wenig. Hier wird man ja niemals satt davon. Hungereffekt. Ich könnte auch mal Minecraft so durchspielen. Ja, das ist nicht in dem Meer, oder? Gott! Ey, ich dachte, ich bin gleich am Arsch hier. Wo kam der Creeper her? Ich habe ihn nie. Ich soll mir dreifach überlegen, was ich hier mache. Okay, Leute. Wasserkampf, was sagt ihr dazu? Wollt ihr?
So, was wollt ihr jetzt machen? I'm the winner number one. Irgendwie mal diesen Hungereffekt nicht bekommen. Wieder mal weg. Der darf nicht weiterkommen. Geh mal da ins Wasser hin. Danke. Danke für deine Gucci-Klamotten. Wo ist die Spinne? Alter, ich muss hier irgendwo, ich muss mir dringend etwas überlegen, wie ich das am besten mache. Also wie gesagt, die beste Strategie, die ich eigentlich machen kann, ist hier die ganze Scheiße auszuleuchten. Damit ich halt ein bisschen weniger Probleme habe. Ihr müsstet doch eigentlich gut erkennen. Ich habe die Gamma-Zahlen eigentlich ganz schön hochgestellt, oder? Ah. Hab seit langem nicht mehr gesehen gehabt, das Ganze. Ich habe das geschnitten gehabt. Obwohl, doch, bei der Aufnahme war es eigentlich sogar noch gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Unheil kommt. Aber darf ich jetzt mal eine dumme Frage stellen? Wieso verfolgt das Ding mich? Gut. Ja, Skelett, jetzt hast du Angst. Jetzt hast du Schiss bekommen. So macht man das. Mein Gott, darf ich hier nicht mal essen in Frieden? Mann, wenn ich bloß daran denke, wie die Folge heißen wird. Lecker verrottetes Fleisch. Bloß, weil ich keine Nahrung besitze. Weil ich zu arm dafür bin. Um mir etwas leisten zu können. Oh, im Fall. Reisen ist auch ein bisschen seltsam hier. Na gut, wie machen wir das jetzt am besten? What the hell is going on mit die? Gut. Ach, da unten ist schon wieder so ein Mini-Ding. Gibt es hier überhaupt ein großes Eisenherz von kommen oder sind alle bloß noch so klein? Die einzige Frage, die ich mich stelle, sind die Dias jetzt runtergewandert oder wie? Weil nicht, dass es heißt, Dias gibt es auf eine andere Höhe. Weil sonst würde ich die Kratze bekommen. Das Spiel neu erleben. Also, das ist dann nicht mehr mein Minecraft. Dieser Meme ist auch noch lustig. Na gut. Ich werde jetzt jedenfalls Spaß haben, so viel wie ich noch will. Aber ihr könnt mir nicht denken, vorstellen, also nicht sagen, dass es nicht so aus wie so aussieht wie hier im Nether. Also. Na gut. Da geht's noch tiefer. Ey, Alter, gibt's hier irgendwo. Okay, ich habe die Quelle gefunden. Ich habe die Quelle gefunden, die ich brauche. Leider habe ich ein fettes Problem dabei. Wie tief kann die Höhle noch gehen, ist die Frage. Also wenn ich einen Shader hätte, das wäre wirklich echt gut. Aber das kommt mir gar nicht in die Tüte, dass ich das mit hier reinmache. Und welches Gesteingelumpe. Darunter geht es sogar noch tiefer. Oh oh. Ich will bloß ein bisschen erkunden gehen. Ist das schlimm? Ich habe nichts falsch gemacht in meinem Leben. Ich war immer freundlich zu euch. Okay, eigentlich nicht. Ich will hier bloß das Ganze mal ein bisschen neu erkunden, obwohl es halt alles so. Ich dachte, ich hätte mich hier schon versehen gehabt. Hier gibt es Redstone. Trotzdem minus 25. Fackel nehme ich mal wieder mit. Die werde ich definitiv brauchen.
Dann gibt es diese kleinen Dinger zum Ausleuchten. Jetzt hab ich. Mann, ey. Ich krieg ja schon die Krise langsam. Also ich sehe hier, das wird ein ganz schön fettes Projekt werden. Also daraus werde ich nicht meinen Keller machen. Also das könnte ich schon mal vergessen. Habe ich sonst noch was vergessen? Ich weiß, dass es eine gute Größe ist, aber nein, das werde ich nicht machen. Das Schild hält zum Beispiel eigentlich echt gut durch, zum Beispiel bisher. Wenn ich schon das da hinten sehe, wird mir schlecht. Okay, ich muss hier dringend alles das jetzt mal erkunden, also. Ich will sehen, mit was ich mich hier einlasse. Wow, die Sprengung hat ja so viel gebracht in meinem Leben. Oh, das. Ich hau ab, ich hau ab, ich hau sowas von ab. Ihr werdet mich nie wiedersehen. Leute. Au. So, als erstmal trinke ich was essen. Oh mein Gott. Nein. Spammen. Spam die Taste. Ach du meine Güte. Ey, das Skelett ist ja übelst nervig unten. Habe ich einen Pfeiler? Nö. Ne, einen Bogen habe ich nicht. Scheiße. Das sieht schlecht aus. Okay, ich kann wohl doch nicht tiefer gehen. Die zeigen mir schon an, wie weit ich halt gehen kann. Und das ist halt doof. Ich brauche aber halt, wie gesagt, mehr Essen dafür, für diese Operation. Also, so weit komme ich bisher noch rein gar nicht. Man muss ja denken, ich kann eigentlich ein bisschen was machen, aber das, was ich hier jetzt mache, ist unmöglich. Weil ich halt, wie gesagt, jetzt da unten richtig schön überleben kann, weil ich habe fast rein gar nichts bisher. Weil ich die ganze Zeit jetzt erstmal noch auf sparsamen Tun mache. Also, ich merke schon, das Ganze wird ein bisschen anspruchsvoller langsam werden. Am meisten, wenn ich die Höhle sehe und die ganzen Monster. Richtig kratze. Aber das einzige Gute ist, ich werde eigentlich sehr schnell. Ja, XP-Farm. Das ist halt zum Beispiel eine sehr gute Sache. Brauche ich mir eigentlich bisher keine Sorgen zu machen darüber. Ich höre hier, was das für mich gefällt. Oh, ey, das ist noch viel Scham, was er reingedrückt hat. Ja, ich glaube, das war dann halt erstmal mit der Tour. Wenn ich irgendwann die Scheiße hier ausgeleuchtet habe, dann bin ich jetzt erstmal froh. Das kann ich schon mal sagen. Danke für dein. Obwohl, eine gute Sache wäre es, um Feld anzurichten. Das einzige Problem ist, ich habe ein riesen fettes Problem dabei. Ich das hochkomme. Wo? Nein, nicht die Karotte. Nicht die Karotte. Ihr könnt mir das nicht antun. Wie viele Schläge hält er aus? Zwei. Okay, kann ich noch zufrieden sein. Jetzt kann ich alle klatschen. Klatschverein. Wer will eine Five Five? Wer will eine Half Five? Ihr stirbt ja alle dabei. Ah, das ist belastend da oben. Weil ich nicht gut ausgeleuchtet habe, bin ich jetzt übelst da hinten am Arsch. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist halt schon. Also für mich ist es definitiv viel zu heftig schon. Trotzdem, wie nenne ich dann die Folge? Die Folge? Oh oh.
Renn weg! Definitiv die ganze Sache als erstmal hier auslichten, weil sonst wird es ein riesenwertes Problem geben. So. Dann fangen wir mal an mit der Crafterei. Ich habe mir gesagt, heute wird noch eine Sache durchgezogen. Und ja, wir ziehen sie auch durch. Ich habe hier nichts. Ich habe 40. 8, 16, 24, 5 mal 18, 40. Müssen alle 40 sein. So, dann werde ich das jetzt noch so machen. Yeah, ich nehme so viel. Ich hoffe bloß nicht, es gibt Untergrundkarten. Obwohl, das wäre wirklich mal eine gute Idee, halt wie gesagt, zu Untergrundkarten, halt wie gesagt, wenn ihr in ein Gebiet, dass ihr die ganzen Höhlensysteme auch da seht, wenn ihr die erkundet habt. Das wäre zum Beispiel eine Idee, die man noch reinbringen könnte. Daran habe ich ja wirklich gar nicht gedacht. Ey, stellt euch einfach mal, wie gesagt, so ein Kartensystem da unten vor. Also ich glaube, das wird das Ganze sogar noch ein bisschen interessanter machen, jetzt durch dieses Update. Oder was meint ihr halt, wie gesagt, in diesem Moment? Also, ich würde mich darüber wirklich sehr freuen. Oder ich überlege etwas, farm ich Erde und pflanze hier unten ein Feld an. Ich habe hier die Möglichkeit dazu. So, das Eisen habe ich, das habe ich auch. Den Kompass benutze ich dafür. Ich habe hoffentlich noch genügend Papier habe ich auch noch genügend und mache eine Special-Karte. Die Special-Karte werde ich jetzt aktivieren. Das ist mein Bereich. Und das haben sie auch geändert. Ach du meine Güte. Alter, wenn die etwas ändern, dann ändern sie aber ganz schön viel gleich. Oh mein Gott. Jedenfalls kann ich auch den Kartennamen. Okay, das müsste die Karte 1 sein. What the? Okay. Erstens, wir haben schon mal eine Karte. Eine gute Karte. Zweitens. Ich höre wieder Viecher, die ich nicht hören will. Schön. Drittens. Ich kann Karte erkunden. Das ist jetzt erstmal für mich ein Träumchen. Eigentlich ist es halt wirklich echt gut. Also, die brauche ich nicht zu machen. Die wird auch durchgehauen. Rüstung habe ich jetzt auch nicht an. Diese Rüstung, die kann ich eigentlich alle entzaubern. Oder ich spare mir die noch und werde die dann später entzaubern. Das geht auch. Wie viel brauche ich denn jetzt? Und ich mache auch noch ein Lagerfeuer mit dazu. Aber warte mal, ich probiere mal es aus. Ein Holz macht wie viel? 2,5? Probieren wir es mal aus. Jetzt wird ein bisschen gerechnet. Ein Steak. 1,5. Also will mindestens das 6 Stück machen. Wenn ich es richtig sehe. Dann warten wir ab, bis es fertig ist. Jetzt heißt es gebratenes Rindfleisch. Na gut. Vorher hieß es noch ein bisschen anders. Oder für fleischliche Version, die ich gesehen habe. So, kleine Mathematikrechnung. Bitte halte jetzt durch. Ich will nicht noch irgendwas reinlegen dafür. Okay, im schlimmsten Fall. Das haben wir noch hier als Verbrennung. Wirkensätze. Nein! Okay, wir können uns vorstellen, das war eine gute Idee, aber es ist nicht so gut gelaufen, wie es eigentlich sollte. Habe ich jetzt 2 Birkensetzlinge noch geopfert. Und wir haben was zu essen. Nicht viel, aber wir haben was. Und damit würde ich dann auch sagen, es war es jedenfalls heute für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch jedenfalls gefallen. Ich habe ein bisschen die Höhlentour erkundet und ein bisschen Scheiße gelabert, so wie sonst immer auch. Obwohl das ein sehr gutes. Ich habe ein Schild. Schild, was auch ein bisschen angeschlagen ist. Ich bin jedenfalls bereit für den Krieg. Obwohl Ausrüstung fehlt noch alles, also. Ah, das kann dann lustig werden. Also, ich wünsche euch dann jedenfalls. Ciao und schönen Tag noch.
Ciao und schönen Tag euch noch und bis zu einer weiteren Folge von Minecraft Hello Stories. Ciao.